Servus, liebe Positivfamilie. Ich möchte heute ein bisschen Input zum Lauftraining geben. Und zwar ist jetzt vielleicht eine Phase, wo man ja, Elemente ins Lauftraining einbauen kann, die man sonst vernachlässigt. Und zwar ist es ein vernünftiges Warm-up und Lauf-ABC. Ein Warm-up vorm Laufen ist immer sinnvoll. Die meisten machen es wahrscheinlich nicht, gehen aus der Haustür raus und laufen los. So ein paar Inputs, was ihr machen könnt. Ich bin immer noch nicht zu 100% genesen, deswegen mache ich es nur ganz leicht vor. Das sind Sprungübungen, ihr kennt den Klassiker, das ist Hampelmann. Dann gibt es auch so eine Variante. Man kann auch Hampelmann halb machen. Oder auch sonstige Sprungübungen, einfach um den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen. Dann kreisen wir jetzt einfach mal alles im Körper, was man kreisen kann. Und zwar fangen wir bei den Füßen an. Ihr könnt ihn zum Beispiel so aufstellen. Und dann hier erstmal das Sprunggelenk kreisen. Man könnte es auch in der Luft machen. Dann aus der Position kann man zum Beispiel auch das Knie kreisen. Das kann man dann auch verbinden mit dem Fuß. Wer dann ganz gut ist, kann das auch, ich kann es nicht, deswegen mache ich es nicht vor, kann auch den Fuß andersrum kreisen wie das Knie. Dann die Hüfte kreisen. Kann auch erstmal klein anfangen. Und dann so ein bisschen größer werden in alle Richtungen. Auch da, wie immer gilt, nicht übertreiben. Dann mal die Richtung wechseln. Was ich ganz gerne mache, ist dann einfach noch so ein bisschen mal rechts und links. Und mal vor und zurück. Das ist jetzt keine Kreisbewegung im klassischen Sinn, aber einfach, dass man ein bisschen das Ganze aktiviert. Dann machen wir bei der Hüfte. Kreisen wir noch die Schulter ein bisschen. Da die Richtung wechseln. Man kann dann da auch Varianten machen, dass man sagt, man macht zum Beispiel mal vorwärts und vorwärts. Kann man auch den ganzen Oberkörper ein bisschen mitnehmen oder so rückwärts. Wer es vom Schwimmen kennt, will am Rücken schwimmen. Kann auch mal die Schultern heben. Und dann auch, wenn es jetzt nicht unbedingt naheliegend ist, aber dann einfach das klassische Armkreisen, dass auch die obere Extremität ein bisschen erwärmt ist. Auch dynamisch mitgehen, dann das Ganze rückwärts. Dann kann man das natürlich auch mit beiden Armen machen. Auch da wieder rückwärts. Kleine koordinative Übung gehen gleich. Und auch da die andere Richtung. Und das macht man natürlich nicht so kurz wie ich im Video, sondern ein bisschen länger und dann hat man schon mal grundsätzlich eine ganz gute Erwärmung geschafft. Beim Laufen sind die Füße mit das Wichtigste, weil die kommen ja immer auf den Boden auf. Das heißt, wenn die Füße und das Sprunggelenk mal ja, speziell oder besonders noch erwärmen, erste Übung, einfach mal die Zehen heben. Zweite Übung wäre Fersen heben. Dann kann man das Ganze kombinieren. Da seht ihr schon, das ist gar nicht so leicht. Und dann haben wir eine koordinative Komponente dabei. Jetzt war es den ganzen Nachmittag so still hier und jetzt war gerade, ich hoffe, ihr habt meinen Kommentar nicht gesehen, dass wir schneiden müssen. Dann machen wir Tippetappe. Das, was man eine Zeit lang macht, wird man merken, dass das hier ganz schön in die Schienbeine zieht. Das kann man nochmal schneller machen und dann merkt man schon, boah, das geht ganz gut. Wie immer gilt bei jeder Übung Vorsicht, bei der nächsten besonders, gerade wenn man es noch nie gemacht hat. Wir probieren mal auf den Außenkanten zu gehen. Und das gleiche kann man auch auf den Innenkanten machen. Aufpassen, jetzt nicht extrem, es soll nur so ein bisschen die ganze Bewegung hier antriggern. Nicht übertreiben. Also außen und Innenkanten. Gut, dann weiter als Hüftbreit. Und dann machen wir einfach verschiedene Übungen. Auch da jetzt bitte, das ist nur ein leichtes Erwärmen, Aktivieren der Muskulatur. Also hier nicht voll reindehnen. Dann kann man das Ganze auch von rechts Mitte Seite machen. Und dann kommt der Ice Skater, heißt das glaube ich. Dann haben wir gleich
ein bisschen Rotation im Oberkörper dabei, von einer zur anderen Seite. Hoppla. Dann kann man von der Position einfach gleich so ein bisschen in einen leichten Ausfallschritt gehen. Kann da mal so ein bisschen ganz leicht reindehnen, kann man den Arm mitnehmen. Kann sich auch noch eindrehen und drüber drehen. Aber auch da, das ist jetzt nur eine Grundaktivierung, aber es ist auch ein bisschen Stabilität gleich. Ein bisschen wippen, Arm nach oben, eindrehen, rüber. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber bitte mit Vorsicht. Für die nächste Übung braucht ihr Geländer, was zum Festhalten. Jetzt seht ihr gleich mal ein nicht so perfektes Beispiel, und zwar machen wir Schwunggymnastik. Ich nehme mal einen besseren Fuß. Erstmal vor und zurück. Wichtiges Schwingen. Und ihr seht schon, hinten geht da bei mir nicht so viel. Also ich habe da jetzt auch die nächsten Wochen durchaus Potenzial, hier was zu üben. Auch das kann man auf der anderen Seite machen. Und die zweite Übung wäre dann hier rechts und links quasi. Das kriege ich besser hin. Da schwingt es sich auch ein bisschen leichter. Was ich dann immer noch ganz gerne mache, ist zum Beispiel einfach mal nur mal ein bisschen einfach strecken, ein bisschen lang machen, auf die Zehenspitzen nochmal gerne auch mal hier nochmal verdrehen. Ganz leicht alles wieder einfach, um nochmal so ein bisschen so, hey, ich bin hier, und dann seht ihr schon, ich bin aus der Art von dreimal schwingen, geht los zum Laufen. Gut, Lauf ABC könnte man auch vor dem Lauf machen, kann man im Lauf machen, wenn man sagt, man läuft 20 Minuten, macht dann eine Pause, macht Lauf ABC und läuft danach wieder weiter. Kann es am Ende machen, und auch da stelle ich euch unter das Video so ein paar Ideen, wie man es machen kann, in welcher Abfolge und auch in welchem zeitlichen Rahmen. Jetzt zeige ich euch die Übungen, die mir dazu einfallen. Auch da schon die Warnung, ich gebe mir jetzt Mühe, das so gut wie es geht zu machen, aber auch ich bin so jemand, ich habe das die letzten Wochen, Monate und Jahre mal mehr, mal weniger gemacht, und auch da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Also von daher seht es mir nach, wenn ich jede Übung so ausschaut wie bei einem 2,5er Marathonläufer. Wichtig bei den ganzen Übungen ist, der Core, Bauch, Rücken, Rumpf, sollte immer mit angespannt werden. Möglichst aufrecht das Ganze machen, also hier nicht so in sich zusammen oder in die Hüfte fallen, sondern unsere Grundausgangsposition wäre erstmal so, ich gehe auf die Zehenspitzen, spanne meinen Bauch, meine seitliche Bauchmuskulatur und meinen Rücken an. Und das ist mal so die prinzipielle Ausgangsposition. Die erste Übung dreht sich um unsere Fußgelenke. Ich sage immer, man kann das auch auf der Stelle machen. Und zwar wäre das die Grundbewegung. Dass man möglichst weich im Sprunggelenk ist. Man könnte das jetzt auf der Stelle auch machen. Oder ich mache das mit leichter Bewegung. Wichtig ist hier diese leichte und lockere Bewegung im Sprunggelenk. Ja? Die gerade Variante kann man das zum Beispiel auch seitwärts machen, dass man immer mit kleinen Schritten in die Richtung geht und auch wieder zurück, oder man kann das Ganze auch rückwärts machen. Wichtig ist immer, es bleibt im Fußgelenk locker, und ihr seht es auch schon, wenn die Kamera nach oben geht, oder ihr seht hoffentlich in der Kamera, meine Arme gehen bei dieser Übung immer mit. Die helfen euch auch beim Laufen, aber die helfen euch auch bei der Fußgelenksarbeit und auch bei allen anderen Übungen. Die nächste Übung sind Skippings. Die machen wir tief, mittel und hoch. Ich versuche es mal auf einer Bahn so zu machen, dass man erstmal sieht, was sind die drei Abstufungen. Ich würde euch da empfehlen, auch wieder mit der Fußgelenksarbeit anzufangen, und dann wechseln wir in tiefe Skippings. Das heißt, ich bringe jetzt die Füße ein Stück vom Boden weg. Okay? Das wären die Tiefen, dann gibt es mittel hoch und die hohen. Wichtig ist bei der Sache, auch das kann ich theoretisch wieder auf der Stelle machen. Also ich muss mich noch nicht mal fortbewegen, und dann habe ich auch so ein bisschen die Kontrolle, dass ich sauber mache. Mittel hoch und hoch, und dann muss ich wirklich arbeiten. Mittel hoch und wieder Tiefe und wieder Fußgelenksarbeit. Und ihr könnt es alles auf der Stelle machen oder auf so einem kleinen Balkon wie hier. Ihr müsst nicht nach vorne arbeiten, sondern wichtig ist gerade, aufrecht, und diese verschiedenen, ja, Stellungen oder Winkel kann man auch auf der Stelle erreichen. Ja, sorry. Jetzt die nächste Übung, und zwar die Ferse zum Po. Auch das kann ich theoretisch wieder auf der Stelle machen.
oder mich fortbewegen. Aber auch da wieder ohne großen Raumgewinn, sondern es geht eher um die Bewegung an sich. Im Übrigen kann ich die Übung zum Beispiel auch wieder drehend machen. Ja? Ich kann auch seitlich, vorwärts, ich kann es auch rückwärts machen. Jetzt wird es ein bisschen koordinativ anspruchsvoller, noch ein bisschen wild. Ich hoffe, ich krieg's hin. Und zwar macht ein Fuß Skippings und der andere fährst an. Vorführeffekt. Hier auch wieder auf der Stelle oder sogar vorne zurück machen. Und die andere Seite muss ich auch wieder überlegen. Da seht ihr schon, das ist meine schwache Seite. Koordinativ. Nächste Übung, aktiver Fußaufsatz. Habe ich jetzt auch erst gelernt, aber eine coole Übung. Und zwar nehme ich den Fuß hoch und setze dann den Fuß aktiv auf den Boden auf. Ich muss das mal leise machen, sonst kommen die nach. Jetzt kommen wir ein bisschen in die Sektion witzig, wie es auf dem Balkon funktioniert. Und zwar machen wir jetzt zwei Seitwärtsübungen. Ich muss das natürlich ein bisschen kleiner machen, weil wenn ich jetzt hier losschieße, dann geht es da drüben nach unten. Und zwar ist das so seitwärts. Da bin ich wieder. Man kann das auch über Kreuz machen. Und das kann man direkt immer zum Beispiel im Wechsel machen mit Hopserlauf. Wichtig ist, und das ist jetzt wieder gut, dass ich hier so wenig Platz habe, soll nach oben gehen. Nicht nach vorne, sondern nach oben. Von der Grundidee ist das die Bewegung. Ich ziehe nach oben. So, jetzt mal dynamisch. Das kann ich auch auf der Stelle machen. Und da ein bisschen variieren, rechts, links, vor, zurück. Beim Anfersen habe ich auch noch verschiedene Möglichkeiten. Und zwar kann ich jetzt zum Beispiel den 1er-Rhythmus machen. Ich kann aber auch 2-2, 3-3. Ich kann auch 3, 3, 4, 4, wie auch immer. Ich kann zum Beispiel aber auch sagen, ich mache 3, 2. Wichtig ist da immer, ohne den Zwischending, sondern immer, je nachdem welchen Rhythmus ihr euch vorgibt, direkt den Wechsel. Zum Beispiel nochmal 2, 3. So, seid ehrlich zu euch selber. Wahrscheinlich hat der klassische Läufer oder Triathlet in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren, so ein bisschen das Stabi-Training manchmal vernachlässigt. Jetzt ist die Zeit, um das zu machen. Bauch, seitliche Bauchmuskulatur, das seitliche Muskulatur, Rücken, unten, oben, alles stärken, kräftigen. Je besser das ist, je besser das ansteuern könnt, desto besser ist es auch fürs Laufen, desto länger könnt ihr sauber laufen. Eine Anregung noch dafür, ist die Standwaage. Die geht in eine, ich hoffe, mein Rücken ist gerade. Dann kann man verschiedene Sachen machen. Ich kann die Hände nach vorne nehmen, ich kann sie nach hinten nehmen. Ich kann aber auch hier mal versuchen, so, seht ihr schon, da wird es wackeliger, Vogelbewegungen zu machen, Schulterblätter zusammenziehen. Dann kann ich da zum Beispiel auch einen Kick einbauen. Seht schon, wird es noch schwieriger. Dann kann ich auch so eine Skipping-Bewegung mit einbauen. Auch so hier auf die Zehenspitzen gehen, dann wieder nach vorne. Wer sich dann noch richtig gut fühlt, kann auch eine kleine Kniebeuge einbauen. Dann wird es schon richtig schwierig. Man kann da auch noch ein Wackelkissen drunter legen oder eine Handtuchrolle. Ich hoffe, euch haben die ersten, ganz außer Atem, die ersten Ideen gefallen. Wenn es euch taugt und ihr noch mehr wissen wollt, auch was so Fußstabi angeht, so Übungen dafür oder vielleicht auch mal so ein bisschen Bauch- und Rückenübungen, einfach Bescheid geben. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Beziehungsweise war das Quatsch, ich habe zwei Tipps für euch. Die Übungen, die wir jetzt gemacht haben, oder auch das Warm-up, das ist nicht nur für Läufer. Also ihr könnt auch vor eurem, sage ich mal, ganz normalen Workout, das ihr daheim macht, zum Beispiel das Warm-up oder Warm-up-Elemente mit einbauen. Und ihr könnt auch mal Lauf-ABC-Übungen ausprobieren, weil ich glaube, jetzt ist eine Zeit, wo man so ein bisschen kreuzmäßig in andere Disziplinen reinschauen kann. Also wie gesagt, die Läufer sollten es eh immer machen, aber jetzt gerne auch einfach mal neue Sachen ausprobieren. Ihr habt schon gesehen, ich bin auch nicht in allen Übungen perfekt. Ich werde das jetzt auch wieder mehr in den Fokus rücken. Und der zweite Tipp ist,
für alle Läufer oder für alle, sag ich mal, die jetzt vielleicht ja, nicht die Möglichkeit haben, ihre gewohnte Routine in irgendeiner Form, zum Beispiel auch im Wasser oder so, auszuüben und vielleicht mit dem Laufen noch Probleme haben, geht. Also wirklich schnelles Gehen, das muss gar nicht mit Steckern sein. Ich bin im Moment noch verletzt, ich kann und darf bis Ende März noch nicht draußen laufen, und dadurch, dass mir jetzt alle Möglichkeiten genommen wurden, gehe ich im Moment. Und das kann auch ein ziemlich gutes Ausdauertraining sein, und es ist auch motorisch eine ganz andere, ich sag mal, Herausforderung oder auch einfach Abfolge in den Bewegungen wie Laufen. Also wenn ihr euch mal challengen wollt und euch wirklich echt was Gutes tun wollt, geht einfach schnell, und dann habt ihr gleich eine neue Trainingsform entdeckt, einen neuen Reiz. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, und wir sehen uns vielleicht, wenn ihr Bock habt, zum nächsten Video. Ciao.